cars that is up there with the fastest cars we've seen today. They're looking very, very good from the first sector. Mein Name ist Malte Malaika, ich bin der Gesamtfahrzeugleiter des GreenTeams, das ist das Formula Student Team der Universität Stuttgart. Die Formula Student ist ein internationaler Konstruktionswettbewerb, an dem Universitäten aus aller Welt teilnehmen. Und wir haben im Grunde ein Jahr, in dem wir ein Fahrzeug entwickeln, konstruieren, fertigen, erproben und damit dann nachher auf Events in ganz Europa teilnehmen. Wir freuen uns sehr darüber, CERATIZIT als unseren Partner heute hier in unserer Werkstatt begrüßen zu dürfen, um ihn einfach näher zu bringen, woran wir arbeiten, was unsere Begeisterung und Motivation ist. Und da es uns auch sehr wichtig ist, dass unser Partner uns nicht nur tatkräftig mit der Fertigung unserer Bauteile unterstützt, sondern wir auch ein großes Interesse daran haben, dass er die Begeisterung für den Sport teilt. Die Ziele, die wir uns dieses Jahr gesteckt haben für die Saison, ist die Historie des GreenTeams weiterzuführen. Da hatten wir jetzt in den vergangenen zwei Jahren sehr erfolgreiche Jahre und haben dementsprechend sehr, sehr große Fußstapfen, in die wir treten. Jetzt auch gerade letztes Jahr mit dem Weltrekord. Wir sind Weltmeister und aktuell befindet sich das GreenTeam an der absoluten Spitze, wo wir natürlich die Herausforderung haben, daran anzuknüpfen und da die Grenzen noch weiter vorzuschieben. Für uns persönlich ist auch das Event am Hockenheim sehr, sehr wichtig, da es mit das größte und wichtigste Event in der Formula Student ist, da dort die besten und größten Teams vertreten sind. Deswegen haben wir dieses Jahr auch das Ziel, dort wieder zu gewinnen und zum fünften Mal Deutscher Meister zu werden. Das Team aktuell für den E13 fast um die 49 Leute. Wir kommen von unterschiedlichen Universitäten, sind sehr divers aufgestellt. Wir haben Studenten aus aller Welt hier und auch aus den verschiedensten Studiengängen, am meisten natürlich aus dem Bereich der Fahrzeugtechnik und der Luft- und Raumfahrt. Also was die Arbeitszeiten hier im Team angeht, ist es ganz unterschiedlich. Wir haben Teilzeit- und Vollzeitler. Die Teilzeitler arbeiten um die 30 bis 40 Stunden die Woche und die Vollzeitler starten bei 80 Stunden die Woche, ist allerdings nach oben hin komplett offen. Und da können es auch schon mal 120 Stunden die Woche sein, in einer heißen Phase. Also wenn man Leuten erzählt, dass man hier 80 oder 100 oder auch mehr Stunden jede Woche in dieses Projekt investiert, ohne dafür irgendeine Form von Bezahlung zu bekommen, dann schütteln erstmal natürlich die meisten den Kopf. Und man sitzt da meistens hier abends spät, zieht sich dann noch seine Tiefkühlpizza rein, ernährt sich quasi einfach nur von fertigen Nahrungsmitteln und Paulaner Spezi. Aber wir sind der festen Überzeugung, dass es sich lohnt, eben durch diese Leidenschaft. Am Ende, wenn man auch die Resultate sieht, das ist eine gigantische Erfahrung. Egal wie viele schlaflose Nächte es gibt, egal wie doll man sich auch selbst dabei manchmal überwinden muss, aber einfach diese Möglichkeit, über sich herauszuwachsen. Und da sind wir stolz, mitzuwirken. Wir haben bei uns im GreenTeam insgesamt 8 Abteilungen, die an diesem Fahrzeug arbeiten. Die wichtigste Abteilung dabei wäre das Fahrwerk, da CERATIZIT für uns den Bremssattel und auch den Radträger fertigt, welcher sehr wichtig für die Kinematik des Fahrwerks ist. Der Radträger bestimmt die Anbindungspunkte vom Fahrwerk und hat damit einen sehr großen Einfluss auf das Fahrverhalten des Fahrzeugs, was man auch im Nachhinein nicht mehr ändern kann, weshalb uns da die Bearbeitung sehr, sehr wichtig ist. Eine weitere Abteilung für uns ist die Aerodynamik, welche grundlegend für das Aussehen des Fahrzeugs zuständig ist. Auf elektrischer Seite sind wir aufgeteilt in einen High-Voltage-Strang und in einen Low-Voltage-Strang. Und dann gibt es noch 2 Stränge, die man am Fahrzeug jetzt nicht sehen kann, wie beispielsweise die Regelung und das Driverless, welche für uns dieses Jahr auch sehr wichtig ist, da wir vorhaben, auch im Driverless Cup anzutreten.